Zum Leben. Glaubst du, dass nach dem Tod alles vorbei ist? Ist der Tod nicht Transformation? Ist der Tod nicht Anfang? Stell dir vor, es gäbe keinen Tod. Die Erde wäre voll. Wir könnten nirgendwo mehr sein. Die Erde wäre voller Menschen, Tiere, Pflanzen. Im Tod steckt ein Neuanfang. Er macht Platz für Neues. Es ist das alte Spiel der Welt. Und der Tod hat in vielen Märchen ganz unterschiedliche Formen. Es gibt schöne Frauen. Es gibt schöne Männer. Es gibt den Tod als eine Gestalt mit wundervollen schwarzen Flügeln. Und davon möchte ich euch erzählen, der Tod, der 99. Tod. Es war einmal auf der Erde. Und im Himmel und dazwischen. Es war eine Zeit der Dürre, einer großen, großen Dürre. Die Pflanzen waren vertrocknet, die Tiere starben, die Menschen starben. Und es war eine Zeit, da gab es 99 Krankheiten und 99 Tode. Heute haben wir wohl 4.000, 5.000 Krankheiten, ein Zeichen von Fortschritt. Aber ob wir auch 4.000 oder 5.000 Tode haben, das weiß ich nicht. Damals gab es 99 Tode in dieser Dürre. Und Gott sagte zu den Toten: Zieht hinab auf die Erde und holt mir jeder 100 Seelen, dann kehrt zurück. Und die Tode machten sich auf den Weg mit ihren großen, großen, wunderschönen schwarzen Flügeln, flogen sie über die Erde. Und den allermeisten fiel es leicht, 100 Seelen zusammenzusammeln und zurückzukehren zu Gott. Doch der 99. Tod, er spürte ein Mitleiden mit den Menschen. Er spürte sein Herz, und so wählte er sorgsam aus. Er ließ seine Mutter am Leben, die 4 Kinder hatte. Er ließ seinen Vater am Leben, der die einzige Stütze war für eine Familie. Und so war er lange, lange Zeit alleine auf der Erde. Doch dann kam ein Tag, wo er sagte: Jetzt nehme ich die 100. Seele mit, denn 99 hatte er schon. Und da hörte er ein Klagen und ein Weinen und trat in eine Hütte ein. In dieser Hütte lag ein Kind auf einem Bett. Und die Eltern knieten davor, sie waren schon älter und jammerten und klagten. Doch der 99. Tod, er verhärtete sein Herz und sagte: Diese Seele nehme ich mit. Und er trat an das Kopfende des Kindes. Da wurde das Kind noch blasser, sein Atem ging noch schwerer, und die beiden, Mutter und Vater, sie jammerten und klagten. Dieses Kind ist ihre einzige Stütze im Alter. Wie soll es werden, wenn dieses Kind stirbt? Und da
bekam der 99. Tod wieder in Mitleiden. Er öffnete sein Herz und verschwand. Und kurz darauf hörte er einen Jubel, einen großen, großen Jubel und einen Freudenschrei aus dieser Hütte. Das Kind war munter geworden. Es blickte seine Eltern an und lächelte. Und mit dieser Freude, doch auch mit Sorge, kehrte der 99. Tod zurück zu Gott und sagte ihm, er habe nur 99 Seelen bekommen. Da stand Gott auf, ging zur Wand und nahm eine große Schere. Mit dieser Schere schnitt er dem 99. Tod seine wundervollen schwarzen Flügel ab und sagte zu ihm, kehre zurück auf die Erde und lerne von den Menschen Hartherzigkeit. Und so kehrte der 99. Tod zurück auf die Erde. Überall traf er die Menschen, doch er traf keine Hartherzigkeit. Überall erlebte er Liebe, überall erlebte er Freundlichkeit, überall erlebte er ein Miteinander. Bis er zu einem Schmied kam. Und dieser Schmied stand an seinem Amboss und schlug auf ein glühendes Stück Eisen ein. Und der 99. Tod beobachtete ihn, und er sah, wie der Amboss ächzt, wenn der Schlag ihn traf. Er sah, wie die Funken schreiend davonflogen, und er hörte, wie das Eisen stöhnt, wenn es getroffen wird. Und er dachte, dieser Schmied ist hartherzig. Er hört nicht das Leiden derer, mit denen er arbeitet. Bei ihm will ich bleiben. Und so wurde er sein Lehrling, dann sein Geselle. Ein Jahr, ein zweites, das dritte war halb herum. Und immer wieder spürte der 99. Tod dorthin, wo Gott ihm die Flügel abgeschnitten hatte. Doch sie wuchsen nicht nach. Was geschieht hier, dachte er. Und eines Tages nahm er all seinen Mut zusammen und sprach zum Schmied, »Meister, ich will euch sagen, wer ich bin. Ich will euch sagen, wo ich herkomme. Ich komme von Gott, und ich bin der 99. Tod. Gott hat mich auf die Erde geschickt, damit ich Hartherzigkeit unter den Menschen lerne. Und so bin ich bei euch geblieben.« »Wie kommst du darauf, dass ich hartherzig bin?« »Nun, ihr schlagt den Amboss, dass er ächzt. Die Funken fliegen schreiend davon und auch das glühende Eisen stöhnt, wenn es geschlagen wird. Euch kümmert das Leiden dieser Dinge nicht.« »Geselle, wie lange bist du schon bei mir? Glaubst du wirklich, dass ich hartherzig bin? Hörst du nicht, wie der Amboss jubiliert, wenn er getroffen wird? Hörst du nicht, wie diese Funken davonfliegen in einer Freude? Siehst du nicht, wie sich das Eisen mit Lust biegt?« »Doch, Meister, ich sehe es, ich höre es, aber ich dachte, ihr seht und hört es nicht.« »Mein lieber 99. Tod, du taugst nicht als Tod. Bleibe in dieser Werkstatt. Du bist besser geworden als ich. Und wenn meine Zeit um ist, dann bleibe in dieser Schmiede und werde der neue Schmied für das Dorf und die umliegende Gegend.« Der 99. Tod musste nicht lange überlegen. Und so blieb er. Und als der alte Meister den Hammer wegstellte, weil er ihm zu schwer geworden war, da wurde er der neue Schmied. Und er sorgte gut für den Meister, bis er gestorben war. Nun hätte er mit der 100. Seele zurückkehren können zu Gott. Aber nein, er blieb.
Und ob ihm seine schwarzen Flügel wiedergewachsen sind, das kann ich euch nicht sagen. Der 99. Tod. Ein Märchen aus Estland. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt gerne Gefällt mir an und leitet es weiter in die Welt, damit sich die Märchen in dieser Zeit verbreiten und Hoffnung geben können. Und wenn ihr wollt, dürft ihr mir auch gerne eine Spende in den Märchenhut geben. In Form meines Kontos. Eine Nummer findet ihr am Ende dieses Films. Kommt gut durch die Zeit.